Hallo und herzlich willkommen auf Evo2KTV und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von LJ19, der DL-Song mit den Kölner Haien. Wir befinden uns momentan in einer echten Torkrise. Was wir momentan hier auf dem Eis so hinbekommen, ist richtig scheiße. Auf jeden Fall Krefeld heute unser Gegner, wir haben endlich mal ein Heimspiel und die Rückkehr von Marcel Müller steht heute an. Vielleicht bringt es ja Glück, weil das, keine Ahnung, schlechter kann es ja eigentlich fast gar nicht mehr werden als das, was wir hier in den letzten Tagen gesehen haben. Und ja, ich habe mich aber jetzt wirklich darauf eingeschossen, dass es einfach am Patch liegt, weil wenn wir wirklich mal gucken, wie ich vor dem Patch gespielt habe, das sind ja Welten. Das ist ja was ganz, ganz anderes und deswegen hoffe ich mal, dass ich mich dann doch irgendwie so langsam dran gewöhne, weil das Blöde ist jetzt halt, ja, die Playoffs kommen bald und wenn ich dann da so komische Leistungen zeige, ist halt nicht so schön, ne? So, auf jeden Fall Krefeld hier im Tor mit Patrick Klein. 1,81 Gegentor pro Spiel, 3-2 die Bilanz, 93-5, Wessler 89-3, 17-8-1. Hätten eigentlich heute mal Weizmann wieder spielen lassen können. Aber hier bei der Krise, wir müssen echt hier die Top-Besetzung haben. So, Genoway. Marcel Müller direkt wieder in Reihe 1. Hoffen wir, dass ihm nichts passiert, weil der hat nämlich eigentlich noch ein orangenes Symbol hier bei dem Körperzustand. So, Costello. Oh, Taron. Peter. Hey, wie zaubern die denn hier? Taron, Westlau. Spielt er schnell, kann er sich erlauben. Ryan Jones. Und da ist die Strafe gegen Krefeld, wo wir eh wieder nichts draus machen werden. The Penguins are boxed on a tripping minor. Cologne's power play unit gets its first opportunity. Chasing the game is a losing proposition night after night. You get on the board first, you win way more than you lose. A power play can give you that advantage. He corrals it again. Hey, hallo, wir haben doch power play. So, Salewski. Müller ist auch dabei. Exel, oh. Fohl. Es wäre ja schön, wenn derjenige, der da schon steht, sich nicht bewegen würde. Müller, der treibt das Powerplay an. Jawohl, Marcel Müller! Da macht er das Tor. So kann man mal sein Comeback geben. Und auch gegen das Ex-Team. Marcel Müller ist wieder da. 4 Minuten 23 hat er gebraucht, um einzunetzen. Hat aber auch enorm viel Platz bekommen. Und deswegen musste er auf rechts spielen, damit ich diese Moves machen kann. Marcel Müller, 8. Saisontor. Ich sag's euch, an dem hat's gelegen, weil der gefehlt hat. Seitdem der verletzt war, hatten wir nämlich die Krise. So, Hausbild gewinnt das Bulli. Alice. Freddy Tiffels an der Scheibe. Oblinger kommt. Reihe 4 jetzt auf dem Eis. Moritz Müller. So, Oblinger auf Postbelt. Und wieder Strafzeit. Ja, wenn es jetzt wieder so geht wie eben, dann gerne. Genoway verliert das Bulli. Nee, was hat er? Austin Medeisky. Oh, wo ist er? Komm, direkt heute mal zwei Powerplay-Tore zum Anfang. Das würde ich ganz toll finden. Medeisky. Und noch eine Strafzeit. 5 gegen 3, 56 Sekunden. Das ist die KI, wie viele Strafen die ziehen. Das ist unfassbar. Zaleski verliert das Bulli natürlich. Wie kann es anders sein? Oh, Fohl! Na, Exen zieht auf links. Boah, alter Schwede! Den hat er mal richtig von den Beinen geholt. Ja, das bleibt bei 5 gegen 3. Die sind Strafen schon genommen, haben die 9 Minuten.
Oh, Sulze hat die Scheibe. Und weg ist er wieder. Wir kommen einfach nicht gegen drei Gegenspieler an. Hörnowski. Nein, Trivelato. An sich war der Move gar nicht so schlecht. Pelizzotto. Oh mein Gott. Ey, wo geht der hin? Ich manchmal das Spiel will, dass wir irgendwie so scheiße spielen. Boah, eine Chance haben wir noch jetzt vielleicht. Wie das Powerplay failed this time. Das war ein ausgesprochen geiles Powerplay. This last one is why a coach will lose their hair. No matter what you draw up on the board, it has to be executed, and that one wasn't. Recollects it. Wants the shoulder of the corner here. Feeds the point. Brings a shot. That shot so, Sulzer räumt von Westlau weg. He had his eye on the puck the whole time. Pelizzotto. Away. Takes that pass up the boards. Müller und Klein. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir vielleicht die falschen Schlagseiten haben. Also, dass die irgendwie die Leafs schießen auf der falschen Seite stehen und halt umgekehrt. Ellis. Oh, abgewehrt. That puck is loose. No luck getting through that. And the pickup. Gets the pass through to start a play. Didn't drag it very well there. Loose puck. Shoots. Oh mein Gott. Save. What a skill level there. It's blocked. Oh, oben den Mann. Pass to the blue line. Great opportunity, but the pass didn't connect. Tosses it. Westlau hat die Scheibe. Hoskins. In control as they travel up the wing. Let's it go. Got the save there. Eine Scheibe auf Klein, wenn die reingeht. Ja, gegen Danny aus dem Bier kann das auch funktionieren. 1:45 auf der Uhr. Madajski. Oh, den hat Klein. Marcel Müller. The Penguins skate along the perimeter in the neutral zone. On through the corner. Gives it over to the point. Jo, und das ist die Pausenführung 1:0 nach dem Powerplay-Tor von Marcel Müller. Aber was danach wieder kam, war eine Frechheit. First period has been played, second period about to start. A look ahead. The Penguins are down only by one, Doc, and they're lucky. The way they turned over the puck in that first period, this could easily be a 3 or 4 goal deficit. Cologne's carrying on along the boards. This one being contested on the board. Müller hat die Scheibe. Genoway. Trying to go to Caron. The Penguins are skating it up at neutral ice. Cologne's got it in their own end, hoping for center. Ryan Jones. Crosses that line, shoots it off. Oh, save. Mega gute Chance. Perfectly on his stick in that pass from the left wing. Nicely received at the point. And he's tripped and they'll be a penalty. Oh, Strafseite. Cologne's got two on this one for tripping. The Penguins are getting their first power play crack of the game. But the power play's excited to get out there. Those guys just about scrambled onto the ice as they get their initial chance of this game. Dankeschön, sehr stark. Und Ellis einfach mal rausgespielt.
and start back again. A chance to clear. And so that one is cleared, and they check the clock and get ready for more. Oh, Zalewski macht das gut. Knocked off the puck. The Penguins control the play through the neutral zone. Ich glaube, das war optisch mein schönstes Unterzahl, was ich bis jetzt gespielt habe hier in der Saison. Schade. Done a remarkable job of killing off the penalty, back at full strength. Well, that was a great chance to tie. So, Zalewski, komm. Drüben ist Eriksen. So now the players coming off the ice are frustrated. The coaches are frustrated. And the guys that weren't on the power play are wondering, why wasn't I on that power play? This is a tough one to work for. Oh Gott. Gehen die sich den Weg hier. Pitching it to Miller. Perfect passing right through center. World class move. Didn't miss by much. That's a tough one to watch. Need to practice hitting the net. Intercepted that one at an important place. So, voll mit Müller. Jetzt sowieso wieder nichts. The stick can break up a play and it just did. Oh Mann, ey. Decides to head for the corner. Ey, wie ich schon wieder dachte, dass dieser blöde Schiedsrichter ein Spieler von uns ist. So, Strafzeit gegen Krefeld. Och, Sulzer, Mann. That didn't go like he wanted. Cologne's in their own end and controlling play now. Das ist so fies, ey. And gets the whistle. A little over 9 minutes remaining here in the second. It's a 1-0 game. Good job on the draw. Pini Sotto. Cologne's in possession as they travel along the boards. Stays along the boards. Ey, ich werd verkloppt, Mann, aber ich hab's eigentlich auch gesehen. Aber guckt euch das einfach an, wie sich hier diese Spieler null bewegen, wenn die hier im Angriffsdrittel laufen. Komm nicht mal dazu. Good clear that time, and so the power play unit will have to recoil. Clock leading down on the power play. Cologne's power play has let them down again. Well, you can't expect to score every time on the power play, but you would like to generate a few more chances than they did on this last one. They were good early in the game. They were able to be successful with the power play. Das mich FIFA nur aufregt, mittlerweile regt mich auch das Spiel hier total auf. He's in on an onside play. Aber nur weil die halt echt so dumm da rumlaufen, da du weißt ja gar nicht, wo du hinspielen sollst. Du hast ein Power Play und die bleiben alle da hinten. Und ich hab seit 6 Jahren, ey, eine fucking Dauerkarte bei den Haien. Hatten wir jetzt halt ein Spiel verpasst. Und dann echt hier sowas. Ich weiß ja, wie in der Realität ein Powerplay aufgezogen wird. Wo die Spieler rumstehen. Nicht da, wo sie hier stehen. The Penguins lock the puck in center ice. It's dumped in. Glides to the safety behind the net. He's got that pass and can look ahead. Right to the point. Shoots one. That puck struck him in front. Reifers is trying to suck it up here. He's hurt, but he can't get off the ice. Let's it go. A good stick. Oh my God. Cologne's on the move in their own end. The drama heightens in this final minute of the second period. Defensive gem with the stick. Nein, schade. Really? Oh, Kacke. Wenn der durchgeht, Mann, dann macht Oblinger sein erstes Saisontor. Two periods have been played. And so, as we think back through the first two, we think ahead. 8-7, Krefeld sogar mit mehr Torschüssen. Two periods played, one period ahead. What are your thoughts so far, Eddie?
Grefell. He's gotten himself into some penalty trouble, Doc, but it hasn't hurt him to this point. Outstanding work, shorthanded. Third period, the regulation time period, and we are underway. He imposed his will. So, letztes Drittel. Cologne's winging it at neutral ice. That one is pointed to him. Potter. Terrific shot, but a save. Also ich kann sagen, es wird, glaube ich, nach der DEL-Saison keine weitere, auch keine NHL-Saison mehr geben, weil mich stresst das Spiel einfach. Critical face-off win at that point. Madaisky. Müller, Mann, wie frei. How does he do that? How many stops can one goaltender make? Good face-off win. Potter. Na, ja, leider geblockt. Now it's directed to Carroll. Gains the zone. Loose puck, not stick handled well there. Flings it just wide. Takes it right back. Cologne starting back in the defensive zone. Lauf wohl. Komm bloß auf die zu wechseln. And rip to Potter. Ich schieß immer die eigenen Leute an, ey. Grab, they've got it ready. The Penguins skated up on the side. Stark gemacht von Ellis. Taken over again. Can start the attack going in the zone. Come on. Banked right ahead. A whistle. Abseits. Auch nochmal schön einen mitgegeben dahin. They've got the draw. Got it at the point. Hanowski. Strong slippery move. Take it away. Ich sehe schon wieder, dass einer kommt, passt dahin. Cut off that pass at center ice. Pulled it right back. Took it up the boards and holds. Hammers one. No! That's what you call there. Grip it and rip it. He just missed it. Really solid job done defensively. That takes some of the pressure off when you can use your stick like that. Aufräumen hier. Looks ahead to start something. Janeway. The defense got in the way there. Corralled it again. Turn the wrist shot. Say. Oh nein. 7 Minuten noch. Und wir führen einfach nur wieder mit einem Tor. Wenn das Powerplay-Tor nicht gewesen wäre, wird hier wahrscheinlich schon wieder rumheulen. Was ich eigentlich jetzt auch schon tue. Nein. Slid back across from one point to the other. Lost the puck, just couldn't get by. Ist der Puckmann, ja. Good pass off the boards. The pass is off the mark. What a chance that would have been. So schlecht, so schlecht. And so here comes the whistle for an icing. This game has really started heating up, and it's carried over to after whistles. Und der war aber auch so leicht abzufangen. Und klein. Da war der Jones im Slot nicht gut platziert. Der Typ einfach alles hält, er sieht Schlagschuss. 2 Minuten noch. Westlau. Zum Tor verschoben.
2:03. Important face-off win. Oblinger mit Tiffels. Cologne's in possession and moving up the wing. That was the wall that stopped it. He works it along with a pass off the boards. That's a pretty sharp play. Maybe use a little bit of a pool player. So Freddy Tiffels, der ist cooler als das Eis da unten. Und Oblinger. Klein, 49 Sekunden. Ich will Felix Schütze wieder haben, Mann. Der fehlt mir so als Center. Okay, they've won it. Let's see. Puck comes out of the zone, back to center ice, and so things will settle a bit. Wonderful stop. Passing one off now to Potter. Oh, nice hit. Oh nein, das ist gut. And he gains the zone. Flings it off his glove. The Penguins empty their net. So, Eriksson auf Pinizzotto. Is able to move on in. Net empty. Nein. Terrific opportunity, but it's off the mark. And it's a good pickup. Ey, wo geht denn dieser Pass hin, Mann? Ja, 1-0 gewonnen. Hochverdient natürlich. Es ist so schlimm einfach, unsere Torkrise. Wie die Haie in der Realität. Aber wenigstens mal wieder ein Shutout für Westlau. Ja, wie sagt hier die Spieler? Müller, ein Tor, Westlau und Zaleski, Spieler des Tages. 11 Paraden hat er gehabt. Wen willst du denn sonst als Spieler des Tages nehmen bei so einem Spiel? Na gut, dann gehen wir zurück ins Menü. Was haben wir denn hier so Schönes? Achso, die aktuelle Tabelle müssen wir gucken. So, Wolfsburg, morgen unser Gegner um 15 Uhr. Jawohl, Felix Schütz ist wieder dabei, sehr schön. Den können wir dann auch wieder in die Reihen dazu nehmen. Wobei, vielleicht lassen wir den auch noch ein bisschen erholen, weil nicht, dass er das erste Spiel noch direkt wieder verletzt ausfällt. So, hier zum Abschluss die Tabelle. Nürnberg auf der 1, dann Ingolstadt auf der 2 mit 63, die Haie 63 Punkte, dann München 58 Punkte, Mannheim 55 Punkte, Berlin 53, Bremerhaven 53, Augsburg 48, Wolfsburg 45, Düsseldorf 32, Schwenning 32, Iserlohn 32, Straubing 32 und Krefeld auf dem letzten Platz mit 26 Punkten. Also ich denke mal, für die Playoffs können wir wahrscheinlich schon planen. Das sind jetzt immerhin, also die direkten, das sind 31 Punkte, die wir Vorsprung haben, also 10 Spiele, ja gut, okay. Also wenn kein Unglück passiert. Auf jeden Fall, Leute, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video mal wieder einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr gut fandet, was ihr schlecht fandet. Joint gerne meinem Discord-Server, der Link dazu in der Videobeschreibung, genauso wie meinen ganzen anderen Social-Media-Accounts, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat und auch meinen Twitch-Kanal. Der aktuelle Upload-Plan 12 Uhr, WW2K19 die Karriere, 15 NHL 19 DL-Saison mit den Kölner Haien, 16 Uhr das Community-Universe in WW2K19 und um 18 Uhr das normale Universe. Wenn ihr daran Interesse habt, lasst meinem Kanal noch mal ein Abo da, würde mich sehr, sehr freuen. Wenn ihr Teil meiner Community werdet, ich bin jetzt raus, bedanke mich fürs Reinschalten, für die Aufmerksamkeit, wünsche euch noch einen schönen Tag, lasst euch gut gehen, bis zum nächsten Video, macht's gut und ciao!